Da sind wir wieder bei Epic Chef und das erste, was ich heute machen möchte, ist unserem kleinen süßen Nachbarsfreund was zu essen zu bringen. Der ist immer noch deprimiert, ach Mensch. Hi Gamino, ich hab dir was mitgebracht, falls du Hunger hast. Hab ich, danke. Gerne. Also, was macht der Leuchtturm? Ist aus. Warum ist er aus? Weil er kaputt ist. Er funktioniert seit über 20 Jahren nicht mehr. Du wartest einen Leuchtturm, der nicht funktionstüchtig ist? Ja. Warum? Jemand muss ihn warten. Und du fragst dich, was die Leute mit Steuerverschwendung meinen. Hm. Okay, das heißt, es ist eine längere Geschichte. Wir müssen ihn einfach jeden Tag anquatschen. Wenn ich schon hier bin, werde ich jetzt ganz kurz noch etwas machen, wenn ich das schon wieder vergesse, und euch etwas erzählen, was ich gemacht habe. Denn ich habe offscreen ein kleines bisschen gefarmt. Und warum sage ich, ich muss hier unten was machen? Weil ich dringend Krabben brauche für... Weil ich dringend Krabben brauche für meine Köder. Und ich überlege gerade was. Eins nach dem anderen. Ich brauche dringend Krabben für meine Köder, denn ich habe hier neuen Fisch gefangen. Ich habe mir die Mühe gemacht, mal neue Köder herzustellen und neuen Fisch zu fangen offscreen, während ich meine Sachen hier vorbereitet habe. Also ich habe hier einige Soßen hergestellt für die nächsten Kochturniere, die wir machen. Ich habe hier ein paar Spezialsachen wie Reisnudeln und panierte Erwin nochmal hergestellt. Auch hier Spezialteig und Geistoffel. Und hier eben auch neue Fische wie Tiefseekrabbe. Den hatten wir zwar schon, aber jetzt ein bisschen öfter. Sandkugelfisch und auch ganz neu der Hypnofisch. Ja, genau. Ich denke, wir sind gut gerüstet, um beim nächsten Kampf wirklich gut glänzen zu können. Auch vor allen Dingen mit den ganzen schönen Soßen, die ich hier gemacht habe. Ich denke, das können wir machen. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, gibt es hier noch was? Belohnungen? Habe ich hier eigentlich... Ich bin hier fertig, ne? Was? Ich bin da noch gar nicht fertig? Miaunika hält sich normalerweise in der Nähe des Felsvorsprungs auf, an dem Sharky seinen Jahrmarkt hat. Dann werde ich mit ihr sprechen. Hä? Habe ich noch was vergessen zu machen? Ich bin noch gar nicht fertig mit dem Turnier? Oh mein Gott! Ich habe gedacht, ich hätte das schon fertig. Oh, aber ganz kurz noch Krabben sammeln. Ich will die Köder... Weil tatsächlich will ich jetzt mit diesem... Mit dem etwas besseren Fisch... die natürlich besseren Gerichte kochen. So beim Jahrmarkt-Dingsbums da. Es tut mir leid. Und mal noch leichten Husten. Das war hier unten drunter, ne? Ja, genau, hier. Felsvorsprung. Ja, genau, habe ich sie noch nicht herausgefordert? Willst du mich verarschen? Das habe ich noch gar nicht gemacht. Zest, du hast es auf die Goldstufe geschafft. Du hast es wirklich weit gebracht seit dem kleinen Amateurturnier, was? Schauen wir uns mal die Regeln. Wir können anfangen, wann immer du willst. Halt dich nicht zurück, denn das werde ich bestimmt nicht. Sind wir bereit? Ja, ich tausche gerne die Pfanne mit dir, Miau und Nika. Möge der beste Koch gewinnen. Das verspricht interessant zu werden. Vor allen Dingen habe ich das voll vergessen. Was ist los mit mir? Ich habe das nächste Turnier angefangen, um das vorherige Turnier überhaupt erstmal zu beenden. Ohne es zu beenden. Meine Güte. Oh Gott, das ist mir jetzt echt peinlich, Leute. Das stand bestimmt schon 50 Mal in den Kommentaren. Ich habe es nur nicht gelesen. Oh, hä? Ach so, deswegen. Ich erinnere mich. Irgendetwas Blödes war da. 200 Zusatzpunkte für... Ach, das war das. Okay. Ja, okay, dann kann ich das noch gar nicht machen. Mir fehlt diese Zutat da oben. Weil wenn ich die nicht habe, kann ich 200 Pluspunkte. Das kannst du fast knicken, oder? Beziehungsweise, ich will trotzdem mal was versuchen. Es tut mir wahnsinnig leid. Sorgt dafür, dass die Jury Raffinesse hasst und zieht einen Punkt für alle Raffinesse-Punkte im Gericht ab. Das könnte ich tatsächlich mal versuchen. Ich könnte versuchen, blau zu vermeiden. Wie kriege ich blau vermieden? Das ist jetzt die große Frage. Ich muss versuchen, blau zu vermeiden.
Das sieht alles nicht so geschickt aus. Gut, zumindest hätte ich jetzt hier mal den Fokus auf... Ja, ich probiere mal was aus. Ich möchte mal was ausprobieren. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir probieren einfach mal was. Ich möchte auch rausfinden, ob man auch ohne diese Zutat... Bestimmt, oder? Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir, glaube ich, sogar mal drüber gesprochen haben. Und ich glaube, ihr habt... okay, blau müssen wir vermeiden. Deswegen auf gar keinen Fall das hier reinmachen. Das Ei. Ich muss gelb fokussieren oder rot fokussieren. Hier würde ich rot fokussieren und wenig blau. Dafür bräuchte ich allerdings noch grün und... Also, also Pflanze und Wasser noch mit drin. Pflanze und Wasser wäre die Algen. Reicht das? Reicht das dann von den Punkten her? Schon eine knappe Geschichte hier, ne? Da bräuchte ich nur Pflanze und würde 15 kriegen. Das ist alles ein bisschen schwierig. Gut, da ist zu viel Blau mit dabei. Das geht auf gar keinen Fall. Hier ist aber wenig... Oh, das geht... Das ist ganz gut eigentlich. Da ist ganz wenig Blau dabei. Und dafür kriege ich... Genau, das mache ich jetzt einfach mal. Ich will was ausprobieren, Leute. So. Ich will was ausprobieren. Ich glaube nämlich, mich daran zu erinnern, wir hatten es schon mal davon, dass man es auch ohne diese Zutat schaffen kann, wenn man sich geschickt anstellt. Aber na, geschickt anstellen ist für Toffi ja keine so gute Idee. Kriegt er meistens nicht hin. So, hier könnte ich mal zwei... Nee, ich muss dafür sorgen, dass die ordentlich Minuspunkte bekommt. Sorgt dafür, dass die Jury Leidenschaft, das ist eh schon da. Das heißt, das mache ich nicht. Wir müssen tatsächlich die richtige Soße. Ich will schon wieder... Es ist schon wieder die gleiche Soße, die wir das letzte Mal benutzt haben. Und ich bin gespannt, ob ich es schaffe. Mit der gleichen Taktik erneut. So, jetzt ist die Frage... einen Bonus kriege ich jetzt gar nicht mehr. Jetzt geht es nur noch darum, irgendwie nochmal Punkte reinzubekommen. Vielleicht mit dem Fisch hier. So wenig blau wie möglich. Irgendwas ganz, ganz wenig Blaues. Aber trotzdem noch positive Punkte bei den anderen. Das ist das... Ja, hier nicht. Nee, das ist alles nix. Doch hier. Nochmal, nochmal das. Geht es? Ich mach's nochmal, okay? Ich nehme nochmal die Erwin. So, also meins duftet auf jeden Fall fantastisch. So, ich bin gespannt. Ich möchte mal rausfinden, ob das funktioniert. Keine Sorge, wir machen heute ein bisschen Überlänge zur Not, wenn das jetzt hier in die Hose läuft. Aber ich will es trotzdem mal getestet haben. Wir sind ja... Ach, wir müssen ja auch drei Runden machen, sehe ich gerade. Ach du Scheiße. Oh, oh, ich sehe gerade, wir müssen drei Runden machen. Dann hätte man es tatsächlich auch ohne dieses Ding schaffen. Ja, wobei, wenn sie dreimal das Zeug bei sich im Repertoire hat, dann ist natürlich scheiße, ne? So. Rupo. Uradabibab. Hat sie es dreimal bei sich dabei? Das ist die große Frage. Oder zählt es nur einmal? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. So, jetzt kriegt sie erstmal Minus und nochmal Minus. Alter, sehr gut. Ein guter Anfang. Und jetzt hasst er alles, oder was? Willst du mich verarschen? Er hasst jetzt alles? Ach du Kacke. Wie soll man denn jetzt überhaupt was machen? Alter, das ist ja ekelhaft. Er findet gar nichts lecker. Das ist die absolute Horrorrunde. Egal, was ich mache, es ist nur negativ. Ja, dann würde ich fast sagen, die Runde muss so negativ, so wenig Punkte wie möglich gemacht werden, oder? Gut, wir könnten noch hier, noch irgendwie... Ich muss es ausprobieren. Ich weiß nicht, was bei rauskommt. Ich muss es ausprobieren. So wenig Punkte wie möglich.
Ich bin ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt. Die Taktik ist interessant, aber sie geht komplett in die falsche Richtung eigentlich. So nochmal Seegras rein oder nochmal Krabbe? Macht keinen großen Unterschied, ne? Ich meine nochmal Krabbe, weil ich davon mehr habe. Alter, das ist absolute Scheiße. Und was ist, wenn ich es jetzt anbrennen lasse? Kann ich es jetzt nicht anbrennen lassen? Da kriege ich ja Minuspunkte, ne? Ja! Ich lasse mein Essen einfach komplett abfackeln! Was? Hä? Oh, das ist ja mega unfair! Was? Hä? Oh, das ist jetzt aber echt unfair. Ich hab voll die gute Taktik. Ich hab voll die gute Taktik gehabt. Och nö. Och nö, ich hab voll die gute Taktik gehabt. Ich wollte jetzt mein Essen abfackeln lassen, damit ich... Minus mal Minus gibt Plus, ne? Habe ich das Spiel jetzt zum Abstürzen gebracht? Habe ich was falsch gemacht? Ich bin gerade echt schockiert. Okay, wir brauchen ein Erfolgserlebnis, keine Sorge. Wir fangen jetzt trotzdem nochmal an, ein Turnier zu machen, ein Kochturnier, damit wir wenigstens noch was Gutes bei rausbekommen. Aber ich war trotzdem ein bisschen schockiert jetzt. So. Jetzt hat die Kritikervereinigung hier wohl auch schon das Sagen. Na gut, kämpfen wir, wenn es sein muss. Bin nicht froh darüber, von diesem Hof für einen Schwachkopf bewertet zu werden. Aber wir haben wohl keine Wahl. Sollen wir? Ja. Ey, man muss ja zufriedenstellen. Man muss jeden zufriedenstellen können. Nicht hier. Ich bin immer noch schockiert. Aber allein schon, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das sowieso ein bisschen am Abstürzen gewesen ist. Also, es ist ja zum Scheitern verurteilt. Alle drei Elemente, die wichtig sind, die waren negativ. Das heißt, egal was du gekocht hättest, es wäre alles verkackt gewesen. Alter, oh Gott, ich brauche Einhornkacke. Ich habe keine Einhornkacke. Shit. Aber nur eine Runde tatsächlich. Das heißt, ich kann Hackfleisch und ich kann Voltuna verwenden. Aber Einhornkacke habe ich nicht. So, Hackfleisch gibt einen Bonus, wenn ich Krabbe drin habe. Und gibt einen Bonus, wenn ich Wasser und Pflanze drin habe. Wasser und Pflanze bekomme ich unter anderem durch Voltuna. Und ich brauche noch Pflanze. Das heißt, ich muss Pflanze und neutral irgendwie reinbringen. Alter, das ist kompliziert. Pflanze und... Ah, perfekt. Also, genau. Perfekt. Ja, doch. Ich habe die perfekte Idee. Ich mache erstmal die Reisnudeln. So. So. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich habe vielleicht auch ein bisschen verguckt, aber ich glaube, das ist schon eine gute Technik. Allein die Reisnudeln sind ja schon viel wert. Ihr seht, wie viele Punkte die haben. Die sind echt wirklich, wirklich gut. Da sind mir auch ehrlich gesagt die Dinge gar. Genau, und jetzt Voltuna und dann Hackfleisch. Hey, gut, ne? Aber wir sollten trotzdem auch auf eine Soße achten. Wir wissen ja nicht, wie viele Punkte er noch holt. Und vielleicht holte er sich ja die Bonuspunkte mit der Einhornkacke. So. Aber das nervt mich jetzt echt. Das wäre so witzig gewesen, wenn es geklappt hätte mit den Minuspunkten. Ich hätte das so gerne gesehen, dass das klappt. So, erhöht den Wert der Energiegeschmäcker in der Pfanne mal 2. Na, ist nicht der beste Wert bei uns. Wir haben da ja nur 30. Wir könnten Leidenschaftshass reinbringen. Wir könnten... Ja, ich weiß ja nicht, wie der Fokus bei dem anderen liegt. Plus 20 Leidenschaft. Ja, in folgenden Gerichten, das bringt mir jetzt nichts mehr. Ja gut, gehen wir auch nochmal sicher. So. Und servieren. Wir haben ja gerade eben schon eine Niederlage verbuchen müssen, deswegen gehen wir jetzt hier auf Nummer sicher und versuchen... Wenn er den Einhornkacke-Bonus bekommt, dann will ich
wenigstens alles getan haben, um diesen rauszuschmeißen. Oder zu vernichten oder zu minimieren oder wie auch immer. So, krieg ich erstmal Bonus hier. Kann auch sein, dass er alles drei hat. Voltuna, Einhornkacke und Hackfleisch. Dann bin ich wieder der Gelackmeierte. Alter, yeah! 344 Punkte. Das ist schon mal gut, ne? Er hat Einhornkacke. Er hat alles drei, ne? Ja. Oh, Alter. Woher wusste der das? Woher wusste er, dass der Jury das so super gefällt? Das ist die große Frage. Und wieder verkackt. Das ist doch unfair. Ich erfahre das doch auch erst, wenn wir anfangen zu kochen. Ich finde das mega unfair. Wie kann der das wissen, was der Jury gefällt? Das ist manchmal... Ich würde mir echt wünschen, dass man die Anforderungen zu erkennen sind. Oder, wobei, ihr habt mir, glaube ich, irgendwann mal gesagt, dass man das rein theoretisch auch sogar erkennen kann oder irgendwie sowas, ne? Ich glaube, das kann man irgendwie freischalten oder so. Stimmt, ich erinnere mich ganz dunkel, dass ihr mir irgendwann mal sowas gesagt habt. Ich brauche ein Erfolgserlebnis! Ich muss jetzt endlich mal wieder jemanden besiegen, Mann. Elno. Oh, der Trottel, der Bolton besiegt und uns in die Hände der Kritikervereinigung getrieben hat. Ich bin dankbar für die Chance, dich in die Schranken zu weisen. Weiß Temperus, auf welcher Kriterien der Typ von der Vereinigung sein Urteil basieren wird. Auf jeden Fall will ich dir aber dein dummen Lächeln aus dem Gesicht wischen. Lern nur Deutsch! Ich lächle doch gar nicht, warum bist du so wütend? Weil ich lernen will, wie man kocht und nicht, wie man andere zu reden stellt. Na gut, das ist erstmal grundsätzlich eine gute Einstellung, Elno. Also im ironischen Sinne gemeint. Ich brauche ein Erfolgserlebnis, Mann! Oh, das könnte interessant werden. Weder Wasser noch neutral sollte rein, aber lila. Orla pipap! So. Neutral und Wasser darf nicht rein. Oh Gott. Wie sieht's mit den Reisnudeln aus? Ja, die haben neutral. Verdammt. Und Wasser darf auch nicht rein. Alter. Okay, ich kann die Mandragora reinmachen. Ich kann Hackfleisch ist auch neutral. Ich kann das Ei. Ich kann... Pangun-Ei kann ich reinmachen. Das ist das Einzige, was mir gerade einfällt. Das gibt sowieso keinen Bonus. Es hat keinen Bonus, außer... wenn es halt drin hat. Und Lila muss ich noch irgendwie reinbringen. Also auf jeden Fall noch die Mandragora. Und den Bonus der Mandragora kriege ich nicht, weil ich darf Wasser nicht verwenden. Das heißt, ich kann die Mandragora auf jeden Fall jetzt schon reinschmeißen. Oh Gott, das ist echt nicht gut, ne? Das ist echt nicht gut. Ja. Gut, ich kann den Apfel noch reinschmeißen. Oder den Pilz. Es gibt mehr Punkte. Der Apfel gibt mehr Punkte. Ja, was anderes geht nicht. Was anderes... Doch, ein Ei. Ei wird noch gehen. Der gibt aber auch nicht so viel. Ja, dann den Apfel. Das ist aber ein Scheißrezept. Guck mal. Es gibt nicht viele Punkte. Das gibt echt nicht viele Punkte. Ja, dann. Wir schmecken in der Pfanne mal 2. 20 Raffinesse. Leidenschaft plus 20. Das bringt am meisten, ne? Hä? Hä? Habe ich das schon wieder falsch gelesen? Habe ich jetzt schon wieder falsch gelesen? Ich habe schon wieder falsch gelesen? Willst du mich verarschen? Ich dachte mal 2. Oh Mann, ich muss aber 2 Runden kämpfen. Oh, ich habe heute kein Glück. Das ist nicht meine Runde. Aber meins riecht besser. Das ist schon mal gut. Aber ganz knapp riecht. Also sein Geruch ist tatsächlich endlich mal vernünftig geworden.
Weil die meisten verkacken es ja mit den Gerüchen, ne? Ja, aber das ist echt nicht gut von der Wertung her. Milleramkar! Rumpop! Uralapipap! Entschuldigung, ich mag das immer so gerne. So, der hat natürlich das perfekte Essen gezaubert, ne? Gut, das haben wir sowieso hingekriegt. Wie geht das? Mit was für Zutaten hat er gekocht? Solche Zutaten habe ich gar nicht. Milleramkar! Alter, das ist doch mega unfair. Das ist mega unfair. Alter, bitte, das ist ja echt übertrieben schwer geworden. Du weißt ja gar nicht mehr, was du zu tun hast hier. Boah, ich bin ja nur am struggeln. Egal, was ich jetzt reinschmeiße, es gibt wieder Minuspunkte. Nee, das ist... Ich kann die Runde abbrechen. Das geht nicht. Das ist ja schlimm. Nee. Vergiss es. Da geht gar nichts. Weißt du, wie ich es hasse? Normalerweise müsste ich wirklich jedes Mal hingehen und müsste mir alles aufschreiben. Normalerweise müsste ich wirklich hingehen und mir alles aufschreiben, was man braucht für die nächste Kochherausforderung. Ich müsste mir alles aufschreiben. Und das nervt mich so ein bisschen. Wieso sieht man das nicht hier am Anfang? Was soll denn das? Ich muss mir das echt nochmal durchlesen. Ihr habt es mir bestimmt in die Kommentare geschrieben. Ich muss mir das echt nochmal durchlesen. Hier, Geschmäcker des Jurors, Fragezeichen. Das muss doch irgendwo... Irgendwo muss ich das doch hinbekommen. Oh, weil das ist echt... Oh, es ist halt echt dumm. Wieso erfahre ich die Geschmäcker des Jurors nicht? Nee, aber wieso muss man das auch erst freischalten, frage ich mich. Wenn die anderen offensichtlich ganz eindeutig wissen, wie die Geschmäcker des Jurors sind, dann habe ich aber langsam wirklich ein Problem, damit, dass das realistisch sein soll. Was ich jetzt allerdings auf jeden Fall noch tun werde, ist, damit wir wenigstens noch ein bisschen erfolgreich was haben, ich werde jetzt mal gucken, wie es eigentlich bei der Hexe aussieht, weil ich glaube, wir hätten ja noch... Ach Gott, es ist schon wieder zu spät. Mann! Jetzt geht aber echt alles schief. Ah! Ja, also ich wollte unbedingt nochmal gucken, wie es mit der Einhorn... Ihr habt mir auch gesagt, man kann die Einhornkacke jetzt rein theoretisch schon an Anfang bekommen. Jetzt schon bekommen. Allerdings weiß ich nicht, wie. Und wir müssen noch... Wir haben eigentlich noch viel genug Besseres zu tun. Hier auf dem alten Platz steht eine temperische Kapelle. Ja, es ist wie mit dem Leuchtturm. Ich habe keine Ahnung, wo. Ist das die temperische Kapelle hier? Ist das eine temperische Kapelle? Ist das der alte Platz hier? Was passiert denn eigentlich, wenn ich hier hingehe? Man kann da nicht irgendwie mit denen reden oder so, ne? Jetzt fangen die wieder an zu singen. Das geht immer noch nicht, ne? Ich habe auch nichts, was ich die, wie ich das aufmachen kann. Nee. Überlegt gerade. Stab der Herrschaft. Geht auch nicht. Irgendwie muss man doch da reinkommen. Das ist viel später, ne? Aber viel später erst. Okay. Ja, nee, dann machen wir es jetzt anders. Das ist heute ein Fail-Part. Fail-Parts muss es auch geben, Leute. Ich weiß jetzt auf jeden Fall mehr. Bei beiden werde ich mir jetzt aufschreiben, damit ihr das in Zukunft wisst. Bei beiden Herausforderungen werde ich mir jetzt aufschreiben, was ich brauche, damit ich da nicht wieder in einem Fail lande. An einem Fail, also ein Fail halt stattfindet. Da werde ich mir jetzt aufschreiben. Wir werden jetzt aber trotzdem noch ganz kurz, machen wir heute ein bisschen Überlänge, damit wenigstens noch was gemacht wurde. Werden wir nur kurz gucken, was wir sonst noch machen können. Ich gehe mal ganz kurz hier lernen. Ich hole mir ein paar Punkte. So. Sehr gut. Denn das mit dem Einhorn, das geht mir auch nicht mehr aus dem Kopf. Ihr habt gesagt, das kann man rein theoretisch schon bekommen, aber ich weiß nicht wie. Auch die Zutaten, die ja eben diese Magier bei der Hexe. Diese Zutaten, die brauchen. Diese ganz besonderen Zutaten. Ich habe keine Ahnung, welche das sind. Ich weiß nicht, was die für Zutaten haben wollen. Ganz ehrlich. Bis jetzt noch nicht mal ein Ansatz ist mir klar, wie worum es da geht.
So, warte mal, kann ich mich da eigentlich hinsetzen? Ja, sitzen. Und dafür gibt es auch Punkte, ne? Ja. Yeah. Ein Punkt! Oh, wie süß! Aber dann kann ich wenigstens jetzt da rein. Dann sind die jetzt da. So, dann gehe ich jetzt mal da runter. Und frag die mal. Wichtiger Hinweis. Ich will, willst du mir etwas geben? Die brauchen ja auch bestimmte wichtige Dinge. Vielleicht sowas? Nee. Ach man, ich verstehe die Aufgabe nicht. Ohne Witz jetzt. Ich verstehe diese Aufgabe mit diesen Idioten verstehe ich beim besten Willen nicht. Heute ist... Ich sollte ausmachen. Heute ist nicht mein Tag. Das ist doch das hier oben, ne? Ja. Exotische Tierproben, um mir beim Bau von Beschwörungsstationen zu helfen. Ich sollte ihm alles bringen, was ich finde. Was ist denn... Ich habe ihm gerade versucht, einen Fisch zu geben. Ist ein Tier. Aber die Probe ist nicht in Ordnung. Ein bisschen mehr Information bräuchte ich. Was für Tierproben? Worum geht's da eigentlich? Das ist so total indifferent, die Aufgabe. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Genau, und auf dem alten Platz steht eine alte temperische Kapelle. Ich frage mich, ob sie historischen Wert hat. Keine Ahnung. Dann gebe ich meinem Nachbarn jetzt noch was zu essen, dann haben wir wenigstens noch ein bisschen was gemacht. So. Meine Güte. Nein. Ich wollte auf mein Reittier. Vielleicht finden wir ja irgendwo die Kapelle. Dem alten Platz. Hier ist aber keine Kapelle, oder? Ist das hier der alte Platz? Ich sag ja. Es wird manchmal ist das Spiel mega verwirrend, weil man hier einfach zu wenig erkennen kann. Jetzt gehe ich kochen. Frustkochen machen. Oder beziehungsweise ich könnte ja mal mit meinen Leuten reden, ob die Geschichte wieder weitergeht. Ja, unser Ruf mittlerweile verbessert. Ob unsere Geschichte mittlerweile weitergeht. Oh, tatsächlich. Gut, kommen wir zum Geschäftlichen. Es sieht soweit alles gut aus. Den Leuten scheint dein Ziel zu gefallen. Und das spiegelt sich auch beim Revolution wieder. Das ist gut. Das ist es. Andere Restaurants scheinen dich auch langsam zu beachten. Ich bin über diese kleine Vereinbarung ziemlich froh. In diese Richtung müssen wir uns weiterentwickeln. Ich verstehe nicht wirklich, was du da genau machst, Valsoy. Wir haben wohl alle nur unsere Geheimnisse. Deshalb arbeiten wir so gut zusammen. Ich nicht. Ihr wisst alle bereits, dass ich eine Piratin war. Ja, stimmt. Und was hast du da vorgemacht? Wie steht es bei dir, Zest? Hat sich diese Sache von neulich geklärt? Naja, ich denke, ich weiß, was ich tun muss. Ich habe aber noch etwas Zeit, keine Sorge. Das klang ja jetzt gar nicht unheilvoll. Wir sollten uns auf das Geschäftliche konzentrieren. Was hältst du von den Menüveränderungen, Mithriel? Das war eine ziemlich aussagekräftige Antwort. Das hat, glaube ich, nichts mit dem Menü zu tun. Was ist mit dir los? Ich weiß es nicht. In letzter Zeit seufzt sie nur und zuckt mit den Schultern. Sie wird auch noch selten wütend. Ich rede mal mit ihr. Gute Idee. Du hast irgendwie ein Talent dafür, sie so richtig wütend zu machen. Okay, tatsächlich geht die Geschichte hier auch weiter. Dann haben wir wenigstens ein bisschen was geschafft. Aber keine Sorge, ich koche trotzdem noch was. Heute machen wir Überlänge, weil Verlust in den Kochturnieren bedeutet, dass ich jetzt aber trotzdem hier ein bisschen was für meinen Nachbarn kochen will. Um dann wenigstens das voranzutreiben. Aber ich koche ihm jetzt keine hochqualitativen. Ich glaube, es geht wirklich nur darum, irgendwas zuzubereiten bei ihm. Ich glaube, es ist echt scheißiger. Ich würde keine guten Zutaten dafür verschwenden, die Quest voranzutreiben, weil ich glaube, es bringt sonst nichts, weißt du? Deswegen nur das Billige vom Billigen. Guck mal, viele Punkte gibt es nicht. Pech. Hey, der soll froh sein, wenn er überhaupt was kriegt. So. Alter, das sieht voll lecker aus, Pilzfrittata. Ich habe übrigens auch Hunger. Ich mache gerade aktuell wieder Diät. In 2 Wochen ist eine Hochzeit, wo ich auftauchen soll. Nee, in 1,5 Wochen sogar schon. Und da muss ich wieder meinen Anzug passen. Oh.
Dir gefällt es hier, oder? Lass mich in Ruhe. Komm schon, Mithriel. Wir wissen beide, dass jemand, der wortlos den Raum verlässt und den Horizont betrachtet, eher nicht in Ruhe gelassen werden will. Du bist immer so klug, selbst wenn du es nicht bist. Was meinst du? Komm schon, hör auf. Verkau mich nicht für dumm. Wobei, vielleicht bin ich ja dumm. Ich bin offensichtlich mit der Situation überfordert. Ich kann das nicht. Ich dachte, ich könnte es, aber es geht nicht. Ich kündige. Das kann nicht dein Ernst sein. Du hast von allen hier am meisten Ahnung. Mit Abstand. Genau das ist das Problem. Für mich ist in dieser Crew kein Platz. Ich gehöre nicht hierher. Ich bin nur eine Köchin. Ihr anderen, ihr habt so viele Geheimnisse, eine dunkle Vergangenheit. Frischka war früher eine verdammte Piratin und Temperus weiß, in was Velsoy verstrickt war. Und dann bist da noch du. Du bist ein unkontrollierbarer Chaosmagnet, wie er im Buche steht. Und dich verfolgt offenbar etwas, das dir Angst macht. Es würde mich nicht wundern, wenn morgen ein Vampir vor der Tür steht. Ein unkontrollierbarer Chaosmagnet? Du kamst in den Bezirk, hast den örtlichen Mafia-Boss rausgeworfen und dir sein Restaurant unter den Nagel gerissen. Dann marschierst du in den Kulinarium-Turm, zettelst einen Aufstand an und belehrst am Ende den renommiertesten Meisterkoch des Königreichs vor allen anderen. Und ich war nur eine Zuschauerin unter vielen. Ich habe immer von einem eigenen Restaurant geträumt. Ich war dabei, mir einen Namen zu machen. Stattdessen bin ich auf dem Abstellgleis gelandet und wurde direkt in deinen Strudel des Irrsinns gesogen. All diese kleinen Intrigen und Verschwörungen, durch die du aufsteigst, immer weiter. Nur hast du mich damit völlig erschlagen und überschattet. Ich bin nur dein Handlanger. Vielleicht soll ich einfach aufgeben. Du wirst von niemandem überschattet, Mithriel. Und du bist schon gar kein Handlanger. Das bin ich sehr wohl und ich verdiene es auch gar nicht anders. Ich bin selbst schuld, dass ich in dieser Situation bin. Und das Schlimmste ist, ich kann dich nicht einmal hassen. Fast hätte ich dir geglaubt. Ich bin eigentlich ganz froh, das zu hören. Ist mal was Neues, dass mich jemand nicht hasst. Aber Mithriel, du bist dafür bestimmt zu führen und nicht zu folgen. Ohne deine Leitung würde das Restaurant zusammenbrechen. Es gehört ebenso dir wie mir. Du hast es zum Erfolg geführt, obwohl du dich mit einer Piratin, einem Unruhestifter und, wie war das, einem unkontrollierbaren Chaosmagneten rumschlagen musstest. Das sagt doch eine Menge über dich aus. Du bist hart im Nehmen, Mithriel. Du verwaltest ein Restaurant, das gerade im Rampenlicht steht. Jeder weiß das. Und wenn nicht, dann sorgen wir dafür. Ich bin so froh, dass du hier bist und ich will, dass dir diese Erfahrung auch etwas bringt. Außerdem hast du einen direkten Treffer meines Kriegsgolems überlebt. Wo hast du überhaupt einen Kriegsgolem? Ich habe absolut keine Ahnung. Er ist vom Himmel gefallen und hat mir beigebracht, wie man Kartoffeln anbaut. Ey, das ist die Wahrheit. Oh, das glaube ich dir sofort. Von dir erwartet man solche abwegigen Geschichten fast schon. Oh Mann, und du bist auch noch so dreist und bezeichnest diese Stadt als verrückt. Naja, früher war mein Leben ziemlich langweilig und vorhersehbar. Was hast du früher gemacht? Ich habe Pantologie studiert, habe sogar einen Abschluss mit Auszeichnung. Ich verstehe, Pantologiestudenten arbeiten letzten Endes sowieso oft in Restaurants. Eigentlich enden sie meist als Toilettenreinigungskräfte. Vielleicht ist das auch meine Zukunft. Nein, ist es nicht. Weil du nicht kündigst und du weißt, das weißt du auch. Hör auf mit dem Selbstmitleid und bring dein Feuer zurück. Wir brauchen dich. Okay, wenn du darauf bestehst, bleibe ich hier und schreie noch ein bisschen rum. Zumindest fürs Erste. Genau das wollte ich hören. Dann mal zurück an die Arbeit und keine Sorge. Du könntest der Erfüllung deines Traums viel näher sein, als du denkst. Oh, ein bisschen Emotionen dabei. Oh, ist doch auch mal nett, oder? Oh, auch mal eine nette Geschichte. Gut, jetzt geben wir unserem Typi hier noch ein bisschen Essen und dann sind wir für heute durch. Da habe ich doch ein bisschen... Ich habe es wieder gut gemacht, oder? Wir haben viel Geschichte gemacht. Hey, Germio, bitte, nimm dir noch mehr Essen. Ich bin überrascht, dass du mir Essen bringst, obwohl du mich als Steuersünder betrachtest. Ich habe nichts gegen dich... Habe nichts gegen dich und du wirkst nicht so, als ob du im Luxus schwimmst. Aber ich verstehe nicht, warum die Regierung für einen kaputten Leuchtturm bezahlt. Die Regierung zahlt mir keinen Cent. Wer bezahlt dich denn? Niemand, Zest. Darum habe ich nie Essen da. Och Gott, der Arme. Du wartest einen kaputten Leuchtturm ehrenamtlich? Warum? Weil das sonst niemand macht. Warum auch? Weil dieser Leuchtturm war mal das Wahrzeichen des Bezirks. Der alte Hafen war nicht immer so ausgestorben, Zest. Früher war hier viel Schiffsverkehr, als ich klein war. Ziemlich klein für eine Hauptstadt wie Ambrosia. Ja,
Damals gab es viele verschiedene Häfen und jeder einzelne davon war voller Leben und Kultur. Einer war besonders beliebt bei zunischen Schiffen. Bei diesem dort drüben fuhren lauter temperische Schiffe. Nyarianer, Ornelianer, jeder hatte seinen Lieblingsplatz, wodurch die Stadt zu seinem kunterbunten Potpourri verschiedener Kulturen und Lebensweisen wurde. Aber unter allen kleinen Häfen war unserer besonders. Wegen des Leuchtturms nehme ich an, weil wir darüber gesprochen haben. Genau, wir zeigten den Weg an. Unseren Leuchtturm sah man zuerst, wenn man per Schiff nach Ambrosia reiste. Bei uns konnten die Reisenden Rast machen und es war ein beliebter Zwischenstopp für alle Arten von Schiffen. Es ist kein Zufall, dass wir trotz unserer geringen Größe ein eigenes Zollamt haben. Früher fuhren die Schiffe hier nur so hin und her und wurden zu anderen Häfen umgeleitet. Aber dann wurde die Stadt neu geplant. Der blanke Horror. Vielleicht verstehst du es nicht, aber das zerstört den Geist des Bezirks viel schlimmer als jeder Fluch oder Angriff eines Seemonsters es je hätte tun können. Man beschloss, die Zentralisierung effektiver zu gestalten und baute mitten in der Stadt einen riesigen Hafen. Von da an wurde fast alles direkt dort abgewickelt und fast keine Schiffe legten in den älteren kleinen Docks an. Nun, ich schätze, die Umgestaltung der Logistik sollte der gesamten Stadt zugutekommen. Ernsthaft? Die Preise für Immobilien in der Innenstadt schnellten wie verrückt in die Höhe und jetzt verwalten nur noch sehr wenige die ein- oder ausgehenden Waren. Inzwischen sind die kleinen Häfen verfallen und ausgestorben. Die meisten Arbeiten waren gezwungen, in die Randbezirke zu ziehen und für horrende Summen schäbige Zimmer zu mieten. Das gilt auch für Unternehmen. Kleine Tavernen, die einst bei Reisenden beliebt waren, kämpfen jetzt ums Überleben. Es gibt heftige Streitigkeiten um Lizenzen zu Gaststätten nahe des Hafens, wo unzähligen Kunden kommen, um Steuern. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt passiert. Das mache nicht ich mit den Bildern. Die Menschen konnten fast überall in die Stadt gut leben und ordentlich entlohnt werden. Jetzt schlagen sich alle die Köpfe ein, um einen miserablen Platz im überfüllten Bezirk zu erlangen, der nur sehr wenige Menschen sehr reich und alle anderen unglücklich macht. Das nenne ich nicht gerade gut. Wie kann etwas der Stadt zugutekommen, wenn die meisten Bürger dabei leiden? Oh Mann, du redest nicht viel, aber wenn du erstmal loslegst... Tut mir leid, dass ich dich langweile. Ich weiß nicht, Gamio. Das scheint kompliziert zu sein. Schätze schon. Alter, was ist das für eine Geschichte? Heute ist voll traurig alles hier, ne? Alles ist traurig heute in diesem Part. Der traurigste Part aller Zeiten. Der hat aber auch einen Daumen hoch verdient, oder? Vielen Dank dafür, wenn ihr es gemacht habt. Bitte tut es. Und bis zum nächsten Mal bei Epic Chef, wenn es hoffentlich wieder besser vorangeht.